Es ist endlich soweit. Erezu veröffentlicht sein erstes Erezu Comic Adventure. In jeder Buchhandlung und online überall erhältlich. Übrigens auch in Österreich und der Schweiz. Guten Morgen, ich bin's, euer Erezu. In meinem kleinen Geistpullover. So, das ist mein kleines Halloween-Outfit für die Zeit hier. Mein kleines Halloween-Poster mit mir als Frankenzuhl. Und mit Professor Nase als Kürbisnase. Und mit Dr. Auge als kleiner Vampir, Dr. Auge. Haben wir uns tatsächlich ein bisschen jetzt in die Zeit begeben und die Halloween-Zeit so ein bisschen durchlebt. In der letzten Folge, meine werten Damen und Herren, was ist denn jetzt wieder passiert? Wow, was geht ab, Dr. Auge? Auch schon wach, ha? Zu dieser wunderschönen Nacht. Ich bin wieder unsichtbar. Warum bin ich denn immer unsichtbar? Und warum wird es hier eigentlich nicht mehr Tag, ne? Es ist die ganze Zeit Nacht immer, wenn wir aufwachen, diese Halloween-Sachen. Oh, Glubux hat ja anscheinend, glaube ich, schon die Kiste ein bisschen erweitert. Wahnsinn. Okay, abgefahren. Was? Die anderen sind ja gar nicht wach. Bist du alleine wach, Dr. Auge? Sind die anderen schlafen gegangen? Oh, okay. Dann liegt es wahrscheinlich wieder an uns hier, die Halloween-Nacht ein bisschen zu beschützen. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir können prinzipiell erstmal... da ist ein kleiner Zombie. Warte, ich hole mal meine kleine Gabel raus. Okay. Hier hinten sind noch einige Skelette und einige Geister, die hier herumfliegen. Und ein Werwolf. Oh mein Gott, hier ist ein Werwolf. Oh, Dr. Auge, du wurdest angeschossen. Oh Gott, wir müssen richtig aufpassen. Ich guck mal kurz in die Spendenbox rein. Junge, uns wurde ein leeres Glas und uns wurden hier 3 Bananen gespendet. Abgefahrene Sache. So, das heißt, in der Hinsicht sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet und haben jetzt nochmal 3 Bananen gespendet bekommen von ein paar ehrlichen, netten Spendern. Das heißt, wir können hier unsere Bananen nochmal aufstocken und haben damit jetzt nochmal 64 mal 8 Bananen. Das ist eine super Sache. Und was ich mir eigentlich auch noch gedacht habe, wir können hier eigentlich unsere Blutcontainer irgendwie aufbauen. Ich weiß nur nicht, wohin. Wo kann man einen Blutcontainer schön hinbauen? Pass auf, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir können hier, ne, und da können wir das alles abbauen und dann stellen wir hier 3 Blutcontainer hin. Weil wir sind Blutfreunde zu Halloween zumindest. Guck mal, das sieht doch cool aus, ha? So eine kleine Blutecke haben wir dann da. Und dann kann man sich da immer mal ein bisschen Blut gönnen. Du bist doch sowas wie ein Vampir. Du kannst doch jetzt... Ja, genau, richtig. Du kannst jetzt einfach da draus trinken, Dr. Auge. Okay, ich mache mal hier nochmal meine kleine Fackel, damit wir nicht zu viele Monster spawnen. So, und wir können jetzt eigentlich was machen. Pass auf, ey, Dr. Auge, ich habe eine Idee, was wir machen können. Was hältst du davon, wenn wir eine Runde Holzfarm gehen, ha? So eine kleine Männeraktion. Du und ich, ein bisschen Holz, das ist doch eigentlich eine gute Idee, oder? Ich weiß, dass wir dafür brauchen. Hey, Glubux, Glubux, bist du wach? Wir brauchen Nachtsichttränke. Glubux, bist du wach? Oh Mann, es ist noch dunkel, ich möchte schlafen. Ach, Dr. Auge, er ist gerade wieder ein bisschen zickig. Glubux, ich brauche Nachtsichttränke. Dr. Auge und ich... Oh, perfekt. Er hat sie uns einfach rausgeworfen. Ah, hier ist ein Dr. Auge. Okay, dann lass uns mal den nicen Sip gehen. Wow, du hast sogar eine Dingsflasche... Hast du mir gerade eine andere Flasche... Wow, du hast sogar so eine Flasche bekommen. Abgefahren. Cool, dann haben wir sogar noch mehr Nachtsicht. Okay, geht jetzt zwar schnell runter, aber wir können es wahrscheinlich ein bisschen durchleben. Alles klar, dann lass uns ein bisschen Holzfarm gehen. Oh Mist, ich habe jetzt zwar nur noch ein paar Schläge, aber wir können vielleicht... Dr. Auge, du hast noch eine Axt dabei, ne? Oh Gott, da ist ein Monster. Junge, Dr. Auge hat es einfach geholt, ey. Wow, und da ist ein Skelettpferd. Ah, das Skelettpferd greift mich an. Hilfe! Alter, alles hier möchte uns einfach angreifen, gell? So, oh, guck mal, lass mal den Baum hier fällen. Baum fällt! Ich glaube, der dürfte jetzt gleich... Oh, Mist, da ist aber nichts gedroppt. Aber ich habe einen einen Stick bekommen. Okay, dann lass mal hier noch ein paar Monster, glaube ich, mal besiegen. Guck mal, da hinten ist noch ein kleiner Zombie. Papa! Und Papa! Warte, und dann komm schon. Bam! Yeah! Super Sache. Okay, in der Hinsicht sind wir eigentlich ganz gut mit dieser, mit dieser Ahoi-Hacke läuft es eigentlich ganz nice. Komm, lass mal den Zombie noch holen. Papa! Tata! Warte. Jetzt hole ich den nochmal kurz hier rüber. Komm schon. Ich schlag dich da in die Ecke rein. Bam! Yeah! Hä, was droppen die hier eigentlich? Rotten Flash, aber es sieht aus wie Schokolade. Lecker. Hey, Alter! Da ist eine Kiste! Ich habe eine Kiste gefunden! Was haben wir da drin? Wow, was ist das denn? Vampirfang? Was ist Vampirfang? Und Vampirblut? Junge, kann man sich Vampirblut gönnen oder wie? Kann man das trinken? Nee, kann man nicht. Hey, ich habe echtes Vampirblut gefunden, Dr. Auge. Wie krass ist das denn? Warte mal, du bist doch ein Vampir. Hier, warte mal. Du kannst das Vampirblut haben? Und ich? Oh, und ich kann mir auch so Zähne machen wie du. Ich habe so ein Item gefunden. Was? Oh, da ist ein Panda runtergekommen. Was ist da passiert? Woher kommt der? Hey, was ist passiert? Sanguinary Vampires? Hey, Dr. Auge, warte mal, ich muss mal kurz wieder meinen Drink trinken.
Yo, ich habe eine Krankheit bekommen. Oh! Dr. Auge, ich habe eine Krankheit bekommen. Ey, da ist ein Lama, was, glaube ich, aus Skelettknochen besteht. Abgefahren. Und da hinten ist wieder so ein Ogre. Hey, komm mal. Oh, oh mein Gott, da hat der mich erschrocken. Hey, Dr. Auge, ich habe das Gefühl, ich bin krank geworden. Ich habe, glaube ich... Hä? Da steht dran, dass die Dauer von diesem Effekt unbekannt ist. Oh, oh. Ich habe das Gefühl, ich habe mich mit einer Vampirkrankheit angesteckt. Aber es geht mir irgendwie normal. Aber komischerweise habe ich irgendwie diesen Effekt. Oh, oh. Lass mal kurz zu Globux gehen. Ich muss kurz Globux fragen, was er davon denkt. Oh, oh. Ich bin... Ey, ich habe das Gefühl, Dr. Auge, ich habe, glaube ich, eine Vampirkrankheit oder so. Globux? Globux? Ich weiß, du schläfst. Aber du musst kurz rauskommen aus deinem Zelt. Ich bin, glaube ich, ein Vampir. Ich habe, glaube ich, mir eine Krankheit eingefangen. Wow. Was? Oh Gott. Was? Du hast ein Vampirbiss? Ja, ich habe mir gerade selber in die Hand gebissen. Du musst sofort zum Arzt. Ich weiß nicht, also mir geht's eigentlich in Ordnung, aber ich habe eine Krankheit. Da steht dran, dass es unbekannt ist. Also, ich weiß nicht, was ich genau machen soll, um ganz ehrlich zu sein, Globux. Also, soll ich zum Arzt gehen? Versuch es vielleicht so wie mit Effekten. Mit Effekten? Was für einen Effekt soll ich mir denn geben? Soll ich mir... Ey, warte. Ich könnte mir einen Regeneration-Trank oder sowas machen, aber wir haben keine Blaze Rods oder sowas. Deswegen trink Milch, aber lass mich jetzt schlafen. Was? Ich soll einfach Milch trinken? Oh, dieser Globux immer mit seinen schlauen Ideen. Ja, gut, Dr. Auge, hast du eine Idee? Kannst du mal kurz nach Kühen suchen und mir kurz Kühe zeigen? Was? Ach ja, wenn du zum Vampir wirst, lass mich bitte am Leben. Ach, Globus ist ja so ein lustiger Kerl. Toll, jetzt muss ich hier mit meinem kleinen Vampir... Professor, na... Oh Gott, diese komischen Halloween-Sachen sind echt gruselig, Mann. Wir brauchen jetzt unbedingt irgendwo eine Kuh. Ich muss unbedingt... Ist das eine Kuh? Nein, das ist ein Schaf. Ah, ist das eine Kuh? Nein, das ist ein Schaf, was einfach nur Kuhflecken hat. Ist das eine Kuh? Nein, da ist eine Kuh. Ich habe eine Kuh gefunden. Ich habe sogar hier diese Glasbottle. Ah, Mist. Ich brauche aber... Hast du einen Eimer dabei, Dr. Auge? Ich tausche mit dir einen Eimer gegen ein Glas. Hier, guck mal, du hast ein Glas von mir. Und dann kann ich den Eimer benutzen. Oh, Milch. Okay, mal gucken, ob es weggeht. Trinken, 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 trinken. Ja! Es hat funktioniert. Der Effekt ist weggegangen. Okay, die Milch hat funktioniert. Dr. Auge, ich bin jetzt nicht mehr verseucht. Es ist alles in Ordnung. Oh Gott, was war das denn gerade? Alter, ich habe mich einfach gerade fast in einen Vampir verwandelt. Ich wollte kein echter Vampir werden. Das war einfach eine Krankheit, die ich bekommen habe. Mann, sowas ähnliches, sowas krasses habe ich bisher noch nicht so richtig gesehen. Okay, hör zu. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir können hier eigentlich noch ein bisschen... Oh, Globux? Hey, es hat funktioniert. Bleib weg von mir, Vampir! Okay. Ich bin kein Vampir geworden, Globux. Ich habe Milch getrunken. Ist alles okay. Also die Milch da hinten hat mir geholfen. Oh, was ist das denn? Hier, eine Knoblauchspritze. Impf dich! Was? Ich soll mich impfen damit? Mit Knoblauchsoße? Mit Knoblauch? Das ist das, was du entworfen hast? Knoblauchsoße? Okay, gute Nacht. Alles klar. Globux, ich werde mich dann mal später damit impfen, wenn ich mal, wenn ich mal Knoblauchsoße brauche in meinem Blut, dann kann ich mir das mal impfen. Ja, das könnte eine gute Sache werden. Oh, Junge, Alter, da ist ein Kopfloser, der gerade vor unsere Herr Frankenstein. Arr! Oh, oh, warte mal. Oh Gott, lass mal hier kurz bitte zubauen. Was ist denn hier los? Ah, hier kommen Zombies rein. Oh mein Gott. Oh Gott, Dr. Auge, bleib mal ganz cool. Wir werden... Bananenfleisch, Hulk. Was? Was ist denn hier los, Alter? Hey, chill mal. Junge, Herr Frankenstein? Das ist doch nicht wahr. Was ist denn das für ein Kostüm? Oh mein Gott, da kommen noch mehr Zombies. Ah, die kommen hier zu uns rein. Ah, da ist sogar eine Ratte, Alter. Ah, Dr. Auge, alles ganz cool. Oh Gott, Alter. Okay, alles in Ordnung. Wir müssen nur diese Typen hier töten. Und die Ratte am besten auch. Okay. Hey. Du blöder Frankenstein. Verzieh dich, es wird Tag. Genau, gib ihn mal ab, Dr. Auge. Jo, reicht. Alles gut. Jo, was war das denn gerade? Wir wurden einfach gerade von Herr Frankenstein angegriffen. Das war ja mega die abgefahrene Phase. Junge, was ist denn eigentlich los? An Halloween drehen hier alle durch, Mann. Natascha hat auf einmal ein Auge. Herr Frankenstein sieht noch gruseliger aus als normal. Und hier haben uns gerade einfach Zombies angegriffen, Alter. Das war überheftig. Genau, machen wir hier wieder auf. Also es scheint jetzt wieder Tag zu werden.
Müssen wir gleich die anderen Schlafmützen kurz wecken. So, mal gucken, was da so abgeht. Hey, ihr Schlafmützen. Ey, das ist ein kleines Schwein. Wir brauchen das Fleisch. Wir brauchen noch ein bisschen Fleisch, um zu essen. Hey, ihr beiden. Professor Nase. Globox, kommt jetzt raus. Da seid ihr ja. Guten Morgen. So. Ach, guten Morgen. Jetzt schaut euch mal an, hä? Ihr zwei. Jeder ist hier in Halloween-Stimmung, außer ihr beide. Ihr braucht ganz dringend jetzt langsam eure Kostüme. Oh, unsere Nase ist auch wach. Ja? Pass auf. Professor Nase, zieh dir ein Kostüm an. Du brauchst ganz dringend ein Halloween-Kostüm. Und Globux, du auch. Ich weiß sogar ein gutes Kostüm für Professor Nase. Er muss sich unbedingt als Kürbis verkleiden. Ja, geht los und holt euch jetzt schnell ein Kostüm. Dort irgendwo um die Ecke, um den Baum, kann man sich so ein Kostüm schneidern lassen. Dann könnt ihr euch das anziehen. Was, gefällt ihr an unserer Kleidung denn nicht? Eure Kleidung ist okay. Es geht nur darum, dass ihr euch mehr Halloween-mäßig anziehen müsst. Ihr müsst halt mehr, naja, wie soll ich sagen, mehr Kürbis, mehr Grusel, mehr Spaß. Nehmt euch ein Beispiel am Geist. Der Geist kann so bleiben, wie er ist, weil er ist sowieso Halloween. Du hast recht. Bis bald. Alles klar, ihr beiden. Dann geht ihr schon mal los und zieht euch gut an. Komm, Professor Nase, gib dir jetzt einen Ruck und geh mit Globux mit. Komm mit, Professor Nase. Los, Professor Nase, gib mit. Diese kleine Nase. Na, na, na. Das kann's doch nicht sein. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge können wir da mal gucken, wie der ihre Kostüme dann aussehen werden. Bisher sind alle inzwischen hier im Halloween-Stil gekleidet und wir müssen dann auch mal gucken, wie das hier weitergeht. Das sind unsere wunderschönen Blutsäulen, die wir hier aufgebaut haben. Und ja, was soll ich sagen? Bis dahin, da war es das jetzt erstmal mit der Folge. Die ganzen Leute sind ein bisschen komisch geworden und wir haben einen Creeper-Geist bei uns dort hinten im Bananenfeld. Dr. Auge, ich glaube, du kannst dich darum kümmern. Da ist er. Alter. Okay, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Schaut gerne im Shop vorbei, dort gibt es ganz besondere Angebote mit ganz vielen besonderen T-Shirts und Pullovern. Und denkt dran, wenn ihr euch einen Pullover mit einem Geistdesign bestellt, kriegt ihr ein Geistplüschtier umsonst dazu. Das heißt, da könnt ihr gerne zuschlagen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Gruselspaß und Halloween. Haut rein, Leute. Ciao.